Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Das ist Session für heute, Freunde. Let's go. Der Fokus heute beim Lauf wird sein, damit wir das Tempo etwas niedrig halten. Für eine Dauer von 5 bis 7 Kilometer. Denn das gestrige Training und den gestrigen Lauf spüre ich noch in den Beinen. Deswegen geben wir unseren Körper am Morgen bei der ersten Session etwas Regeneration. Ich habe mir in der letzten Zeit als Ziel gesetzt, jeden Tag laufen zu gehen, da ich es früher immer etwas aufgeschoben habe, denn ich hatte immer so Probleme mit der Achillessehne und mit den Waden, da ich auch sehr starke Knickfüße und Plattfüße habe. Deswegen habe ich mir das immer so reingeredet, damit ich kein guter Läufer bin und damit ich das nicht kann, habe ich immer zum Fahrrad dann ausgewichen. Dennoch habe ich mir jetzt das Ziel gesetzt, jeden Tag laufen zu gehen. Einen Tag etwas länger, 10 bis 12 Kilometer. Den zweiten Tag 5 bis 6 Kilometer. Und das nehme ich als erste Session. Danach mache ich noch ein paar Liegestütze und ein paar Mobility-Übungen. Und somit denke ich, dass das für eine Morgensession auf jeden Fall reicht. Ich versuche heute neben dem Laufen noch etwas zu erzählen. Ich hoffe, dass mein Puls nicht allzu hoch schießt, aber ich glaube, das schaffen wir schon. Und zwar ist mir, Freunde, letztens aufgefallen, damit mir sehr viele in den Kommentaren und den Privatnachrichten geschrieben haben, ob es zu spät sei, mit 12, 13, 14 mit dem Boxen zu starten, mit dem Kickboxen zu starten. Allein die Zeit, die du dir diese Frage stellst, allein die Zeit, die du auf meine Nachricht wartest, bis ich dir schreibe, nein, es ist nicht zu spät, du kannst anfangen. Diese Zeit nimmt dir so viel weg. Und vor allem fürs Boxen, fürs Kickboxen. Wenn du dir die ganzen Champions in der UFC, in der Glory, in der One Championship, wenn du dir die ganzen Champions, wenn du dir die ganzen Kämpfer dort anschaust, die sind alle über 20, 25, 30, 35, die kratzen sogar schon an die 40 ran. Freunde, hört auf, euch diese Fragen zu stellen, sondern fangt einfach mal an. Das Alter ist ja komplett egal. Du kannst mit 20 anfangen, du kannst mit 30 anfangen und du kannst es noch zu was schaffen. Ein kleiner Tipp von mir, Freunde, wenn ihr Bock auf was habt, wenn ihr Bock auf Kickboxen habt, wenn ihr Bock auf Muay Thai habt, wenn ihr Bock auf MMA habt, wenn ihr Bock auf Fußball habt, auf Badminton, ist doch komplett egal, dann fangt einfach mal an. Ihr könnt das Alter jetzt sowieso nicht ändern. Was ihr ändern könnt, ist, dass ihr mal etwas macht. Und wenn ihr euch die ganzen UFC Champions, die ganzen Champions in den oberen Ligen anschaut, die sind auch in einem gewissen Alter. Nicht alle, aber die meisten. Und wieso sollte es mit 12 Jahren zu spät sein, mit Kickboxen zu starten? Mich hat wirklich einer gefragt, ob es mit 12 Jahren zu spät wäre. Freunde, 12 Jahre, du bist noch ein Kind, du kannst alles noch erreichen. Alles, dir steht gar nichts im Weg. Nichts im Weg. Auch wenn du mit 20 startest und du richtig startest mit einer guten Motivation, mit einem guten Training, könnt ihr wirklich alles schaffen, Freunde. Alles, alles. Ich bin der Meinung, wenn jemand mit 20 oder 25 Jahren erst startet und er das richtig macht und mit Überzeugung macht und an sich glaubt, kann er sehr viel schaffen. Ich bin aber auch der Meinung, wenn man mit 10, wenn du mit 6 Jahren startest, wenn du als kleines Kind startest und du dein ganzes Leben lang durchziehst, es aber nicht mit Leidenschaft machst, es aber nicht mit Zielen machst und vielleicht mit falschem Training, kann es sein, dass du es nicht schaffst. Deswegen, Freunde, ist es egal, wann du startest. Es ist wichtig, dass du startest und dass du es richtig machst. Richtig in deinem Kopf. Es muss nicht jedes Training richtig sein, Freunde. Versteht mich nicht falsch. Ihr müsst aber, wenn ihr mit spätem Alter, und spät heißt nicht 12 Jahre, Freunde. 12 Jahre ist nicht spät. 15 Jahre ist nicht spät. Mit 18 ist auch noch nicht zu spät. Mit 20, 22 ist auch noch nicht zu spät, Freunde. Aber wenn ihr in einem gewissen Alter seid, wie zum Beispiel fürs Kickboxen so 27, 28, und wenn du da erst loslegen möchtest, musst du mit Struktur starten und das Ganze effektiv und richtig machen. Denn wenn du dann noch 2, 3, 5 Jahre brauchst, um ins Training so richtig zu starten, wird es halt dann immer schwerer und schwerer. Deswegen, Freunde, schiebt mal das Alter zur Seite, legt los, scheißt auf alles andere, hängt euch ein Ziel auf eurer Wand auf, markiert es euch in eurem Hirn und ihr werdet Großes erreichen, Freunde. Ich glaube an euch.
Und noch ein ganz wichtiges Thema, Freunde, versucht nicht, die Ziele anderer zu erreichen. Setzt euch eure eigenen Ziele, setzt euch ein Jahresziel, setzt euch ein Dreijahresziel, setzt euch ein Fünfjahresziel. Und an diesen Zielen arbeitet ihr. Muss nicht immer nur Sport gehen. Es kann auch um Arbeit gehen, Schule, Business, komplett egal. Ihr müsst euch eure eigenen Ziele setzen und euch nicht mit anderen vergleichen. Denn wenn ihr euch mit anderen vergleicht, werdet ihr euch immer mehr und mehr in die Scheiße reiten. Ihr werdet die Ziele anderer erreichen und am Ende, nach 5 bis 10 Jahren, werdet ihr hier stehen und werdet einfach unglücklich sein. Ihr werdet unglücklich sein. Vor allem ist es jetzt in der Zeit mit Social Media sehr, sehr schwer, sich eigene Ziele zu setzen, denn jeder zeigt nur die besten Seite von ihm. Und es ist dann richtig schwer, sich da durchzuboxen und zu wissen, was man eigentlich möchte. Ich habe mir da am Anfang sehr, sehr schwer getan, doch mit der Zeit lernst du das alles kennen, kannst das alles zur Seite schieben und ein Tunnelblick, Freunde. Ganz einfach. Ihr habt ein Ziel, hängt es euch irgendwo auf, legt es als Bildschirmhintergrund und los geht's. Und seht nicht, Freunde, alles so negativ. Die Motivation wird kommen, Freunde. Die Motivation wird kommen. Ihr müsst euch euer Ziel setzen und an diesem einfach arbeiten. Am Anfang wird keine Motivation da sein oder eventuell am Anfang sehr, und dann wird die Motivation abflachen. Dennoch müsst ihr weitermachen, 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 und nachdem ihr das, was ihr hast, anfängt zu lieben, dann wird die Motivation von alleine kommen. Und setzt euch nicht immer im Kopf, hey, ich muss das machen, ich muss. Ihr müsst gar nichts fallen. Ihr müsst einfach gar nichts. Nichts musst du. Du musst gar nichts außer sterben. Und deswegen genießt die Sache. Egal was ihr macht, genießt es. Ich darf das machen. Ich darf heute 5 Kilometer laufen, obwohl ich null Bock habe. Ich darf das aber machen. Es gibt Leute da draußen, die können es nicht machen. Ich darf es. Und deswegen genieße ich es und ich hoffe, ihr macht das auch. Freunde, nach jedem Laufen, sehr wichtig, so ein Ball mit Noppen, der ist richtig hart. Also der geht nicht ein. Und Fußsohlen massieren, Freunde. Denn jeder Schmerz im Beckenbereich, Rückenbereich, Knie, egal wo, Beine, Achillessehne, alles kommt meistens von den Fußsohlen. Weil die zu verklebt sind, deswegen, Freunde, kümmert euch um eure Fußsohlen. So, Freunde, einige Fragen sind noch zu dem Thema Regeneration aufgetreten und wie ich meine Regenerationstage einplane. Freunde, ich plane sie immer individuell an. Das heißt, jede Woche sind an anderen Tagen Regenerationstage geplant. Manchmal brauche ich einfach nach einer Session eine lockere Session. Ich habe nicht in der Woche richtig Regenerationstage fixiert, sondern zum Beispiel am Montag ist eine harte Session am Abend gewesen. Somit ist am Dienstag in der Früh eine lockere Session, lockere Jog-Session mit niedrigem Puls. Pulsbereich zwischen 120 und 140, muss jeder an sich selber anpassen. Das Training geht meistens immer 7 Tage durch, 2 bis 3 Mal am Tag. Sonntag ist meistens nichts tun, entweder nur lockeres Gehen oder eine easy, wirklich eine lockere Lauf-Session. Und unter der Woche ist halt 2 Mal am Tag vorgesehen. Wenn aber ein Tag ein starkes Training war oder etwas stärkeres Training, dann wird ein Tag darauf in der Früh ein lockeres Training oder das Training wird komplett ausgelassen und wird dann auf Abend verschoben. Du musst einfach selber auf deinen Körper hören. Wenn der Körper sagt nee, dann ist es auch nee, und darauf sollte man auch hören. Denn Freunde, ihr werdet nur besser, wenn ihr regeneriert. Vermeidet es vor allem, Freunde, damit ihr übertrainiert. Denn Übertraining führt zu Leistungsverlust und das wollen wir nicht. Wir wollen Leistung steigern. Wir wollen immer besser werden, und wenn ihr zu viel trainiert, werdet ihr nur schlechter. Das, denke ich, will kein Sportler. Regeneration bedeutet aber nicht nichts tun. Ihr könnt regenerieren und trainieren. Ihr könnt regenerieren, einen lockeren Lauf machen. Ihr könnt im Training Boxen trainieren mit einer niedrigen Intensität. Puls zwischen 120 und 140, eine Stunde, locker, easy. Ihr könnt Radfahren. So verschnellert ihr eure Regeneration und trainiert gleich.
Ich weiß, die meisten Sportler wollen keine Regeneration, die Psyche will immer nur geradeaus. Aber glaubt mir, Freunde, ihr werdet euch 100% besser fühlen. Deswegen, Freunde, baut Regenerationstage ein. Hört einfach auf euren Körper. Freunde, jetzt machen wir Frühstück. Freunde, Frühstück klassisch, immer gleich. 5 Eier. Etwas Himalaya-Salz. Die Pfanne mit Butter einfetten, damit die nicht festkleben bleiben. Solange die Eier noch brauchen, dieses Getränk habe ich damals von Stefan Pütz. Vielleicht kennt ihr Stefan Pütz. Er hat das immer in den Entsafter gemacht. Rote Rübe. Wollte ich immer mal probieren, weil jeder gesagt hat, dass das eklig schmeckt. Wollte ich es unbedingt probieren. Ich hatte aber keinen Entsafter, deswegen bin ich schnell über die Sache rübergekommen. Vor einer kurzen Zeit bin ich auf so einen YouTuber draufgekommen und der meinte, dass es den auch schon direkt gepresst gibt. Habe ich mir geholt. Schmeckt katastrophal, aber sollte gut sein. Deswegen trinke ich das jetzt auch jeden Tag, Freunde. Schmeckt auf jeden Fall grässlich, Freunde, sollte aber wirken, deswegen rein in die Masse. Freunde, das ist mein Frühstück. Tiefkühlobst, Haferflocken, Eier, ein Brezel. Freunde, das dauert alles. Zubereitungszeit maximal 5 Minuten. Also soll mir noch jemand sagen, gesund essen wäre aufwendig. Mahlzeit, Freunde. Freunde, ich habe ein Paket zugeschickt bekommen. Und zwar soll ich mir einen Zahnschutz anfertigen lassen. Wasser in den Wasserkocher. Schüssel für das kochende Wasser. Jetzt gehören diese Teile an meinen Mund angepasst. Oh! Oh, passt nicht. Freunde, jetzt beginnt der ernste Part. Zum Glück bin ich Knetmeister und das habe ich schon jahrelang gemacht. Ist anstrengender, als ich jemals gedacht habe, aber der Abdruck ist perfekt. Kurzen Kaffee. Und dann geht's ab ins Training. Heute habe ich leider kein Auto zur Verfügung, deswegen werde ich zum Studio laufen, also gehen. Ich habe circa eine Stunde einen Weg vor mir. Im Sommer mache ich das immer, dass ich zu Fuß ins Training gehe. Das sind circa so 5-6 Kilometer bis dorthin. Spaziere ich dorthin, trete mir ein bisschen die Beine aus und bin dann auch perfekt eigentlich fürs Training schon warm. Bisschen durchkreisen und dann kann das Training schon starten. Das werden wir heute auch machen. Ich werde euch natürlich wieder auf den Weg voll quatschen und voll labern, aber ich denke, dass ihr das so gern mögt, sonst würdet ihr euch die Videos nicht anschauen. Oder? Ha? Kurze Story zum Kaffee. Ihr müsst euch vorstellen, damals habe ich Kaffee gehasst. Ich habe Kaffee nie getrunken. Dann wurde ich einmal zu Gästen eingeladen und mir wurde ein türkischer Kaffee angeboten. Ich konnte nicht Nein sagen, das war mein erster Kaffee in meinem ganzen Leben. Ich habe diesen Kaffee getrunken und habe mir in diesem Moment gedacht, dass es mit mir vorbei ist. Dieser Kaffee war so stark, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dementsprechend war die Session dann auch im Klo. Aber seitdem, Freunde, bin ich ein Kaffee-Liebhaber. Der türkische Kaffee, den kriege ich nicht runter. Aber ein doppelter Espresso oder ein normaler Espresso, Freunde, ein Tag ohne so einen Kaffee, kann ich nicht. Ich kann nicht. Ich bin kaffeesuchtig. Deswegen, Freunde. Und Freunde, eine ganz wichtige Regel zum Espresso. Ein Espresso sind maximal 5 Schlücke. Du machst so. 1, 2, 3, 4 und der letzte. 5. Ansonsten Espresso-Verbot, Freunde. Espresso-Verbot. Geht mal raus und genießt die Zeit draußen. Ich sag's euch. 90% eurer psychischen Probleme liegt darin, dass ihr nicht genug draußen seid und nur in euren vier Wänden gefangen seid.
Freunde, geht raus, genießt die Zeit. Es ist unfassbar, vor allem für uns Athleten. Ich bin gerade eine Stunde gelaufen, also gegangen, auf einen Puls von 120, 30, so schnell es gehen halt. Kannst du easy als Session nutzen, als Regenerationssession und als Warm-up. Du bist warm, ich schwitze schon komplett. Das heißt, ich muss jetzt nicht großartig aufwärmen im Training. Ich bin schon warm, die Muskeln sind gut durchblutet. Die Fitness wird einfach besser durchs Rausgehen und Spazieren. Freunde, Spazieren wird einfach unterbewertet. Geht raus, spaziert jeden Tag mindestens 10.000 Schritte, mindestens. Vor allem für die unmotivierten Leute da draußen, die keinen Bock haben, Sport zu machen, die keinen Bock haben, sich zu bewegen, die keinen Bock haben, ihre Gesundheit am Laufenden zu halten. 10.000 Schritte, Freunde, am Tag und ihr seid Maschinen. Ich sag's euch, euer Herz-Kreislauf-System wird besser, ihr werdet euch besser fühlen, eure Muskeln sind gut durchblutet. Was will man mehr? Ihr werdet gesünder, eure Gelenke werden geschmiert. Ich sag's euch. Vor allem bei dem Wetter draußen, rausgehen, spazieren, Sonne tanken. Ich sag's euch, Freunde, Regel Nummer 1, spazieren. Mindestens 10.000 Schritte am Tag. Let's go. Zurzeit, Freunde, glatte 71 Kilo. Ich sag dir, die Form. Kann man machen, oder? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless. Und zwar, Freunde, hat sich das Training heute etwas geändert. Wir haben heute einen Regenerationstag eingeschlagen, da ich noch immer nicht von den letzten Einheiten regeneriert bin. Habe ich mir heute gedacht, Regenerationstag, in der Früh war ich laufen, dann eine Stunde spazieren. Jetzt haben wir hier eine halbe Stunde, haben wir 15 Dips und 10 Klimmzüge, 18 Runden lang oder 20 Runden lang, weiß ich nicht genau, gemacht. Jetzt werden wir noch eine 40 Minuten, halbe Stunde werden wir noch Schattenboxen, technisch nicht allzu hohen Puls, sondern niedrigen Puls, so 120, 130 und dann das 30, 40 Minuten durchhalten. Und am Abend gehen wir noch eine Runde spazieren. So sieht ein aktiver Regenerationstag bei mir aus, Freunde. Let's go! Aber wie sich der Körper nach so 150 oder 200 Klimmzügen anfühlt. Ich habe normal, glaube ich, einen 12er Bizeps, Laucharme, aber jetzt fühlt er sich an wie ein 30er Bizeps. Ich sag's euch, Freunde, der Pump ist schon anders. Klassische Musik. Ich sag's euch, Freunde, wenn ihr klassische Musik reinhaut, habt ihr 10% mehr. Ihr habt 10% mehr Power. Für den Anfang ist es ein bisschen kompliziert und ein bisschen schräg. Ich sag's euch, wie es ist. Aber wenn du klassische Musik hörst, du kommst in so einen Flow, mit dem du normal in keinem Lied kommst. Normal passt sich der Verstand immer dem Lied an. Wenn du so Hardcore-Scheiße hörst, bist du für eine kurze Zeit Hardcore. Wenn du klassische Musik hörst, baut sich der Körper auf. Du wirst zu einer Maschine, Mann. Du wirst zu Mozart. Yummy! Freunde, zu Hause angekommen, gönne ich mir ja noch meine letzte Mahlzeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, lasst es mich auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen, ob ich euch öfters mal mitnehmen soll. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.